Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute zum Freitag wieder mal mit einem Knaller-Package. Zum einen natürlich ein paar Handelsideen. Wir blicken unter anderem auf die... Boah, wahnsinnige Rallye, die wir gesehen haben im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Dann heute auf der Uhr Austral-Dollar, dollar britisches Pfund, japanisches Yen. Das in der Vorbereitung. Wenn wir es zeitlich schaffen, noch auf den DAX geschaut, gerne auch den einen oder anderen Wunschmarkt. Da müssen wir mal schauen, wie wir es heute hinkriegen, denn... Es ist heute wieder Freitag und kurzfristig hat der Michael Vogt an die Tür geklopft. Wir haben heute einen Traders Talk. Ich habe das schon auch angekündigt hier um 9 Uhr. Möchte ich da gerne starten mit dem Michael zusammen über ein paar der schlimmsten Trading-Fallen. Psycho-Fallen im Trading zu sprechen. Das heißt, an dieser Stelle bleibt es natürlich wieder mega aufregend heute an den Märkten und im Traderstag. Ich freue mich drauf und die, die live dabei sind, haben natürlich heute auch die einmalige Chance, hier exklusiv bei Tickmill, den Michael Vogt zu erleben und ihm gerne auch die ein oder andere Frage zu stellen. Deswegen halte ich mich heute nicht so lange auf. Sozusagen mit äh, dem Vorgespräch, sondern 9 Uhr ist der Micha dran. Jetzt der Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das sei gesagt. Wie schon gesagt, nachher 9 Uhr. Michael Vogt live: Die vier schlimmsten Psycho-Fallen. Das Ganze hier und wie schon auch avisiert. Wenn jemand eine Frage hat, gerne rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar. Dann kann ich hier den einen oder anderen Wunschmarkt gerne auch noch mit reinnehmen. Wir schauen auf das, was wir heute an den Nachrichten erwarten. Wir sehen es hier am heutigen Freitag aus den USA. Ein paar Nachrichten, eine davon versehen mit drei Sternen. Die sind sozusagen wichtig und zwar ist das der Auftragseingang für die langlebigen Güter. Und wie ich das schon oft gesagt habe, ähm, ist hier sozusagen die Sache so, dass wir an dieser Stelle immer wieder wissen, wenn jemand langfristig äh, sozusagen etwas kauft, also ein langfristiges Gut, dann guckt er positiv in die Zukunft. Deswegen sind die Zahlen an dieser Stelle auch so weit so wichtig. So kurze Frage: Ich bekomme gerade eine Info. Man sieht den Stream hier nicht auf Facebook. Das muss ich mal sehen. Ich hoffe, die Facebook-Zuschauer können mich sehen. Kurz die Sache. Keine Bitte, einfach mal kurz die Info, dass man mich auf Facebook sehen kann. Ich sehe nämlich, dass man mich sieht. Von der Seite her hoffe ich, dass das alles soweit läuft. Ja, auf Zoom sieht man mich auf alle Fälle. Und auf Facebook muss ich kurz warten. Einfach mal eine Rückmeldung. Aber wir haben ja hier schon guten Morgengrüße bekommen. Also von der Seite her, es schauen auch ein paar Leute zu. Ton gut, passt, sehr schön. Also auf Zoom funktioniert alles. Auf Facebook jetzt alles klar. Leute, es läuft, wir machen weiter. Die Tagesnachrichten haben wir sozusagen jetzt mit äh, durch an dieser Stelle äh, und wir blicken jetzt hier weiter in das, was wir diese Woche noch hatten, beziehungsweise schon hatten. Da gibt es nämlich einiges oder zwei Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte. Ähm, wir haben aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe bekommen. Wir sehen es hier beispielsweise. Da haben wir eine schöne, einen schönen Zuwachs an dieser Stelle gehabt. Also beim verarbeitenden Gewerbe ähm, geht es ein Stück weit voran. Der Geschäftsklimaindex allerdings, ähm, ähm, der ist etwas unter den Erwartungen geblieben. Deswegen ist die Zahl rot. Aber auch hier positive Meldung an dieser Stelle. Im Vormonat war der 92,5. Jetzt ist er 93,4. Also auch das passt soweit. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, da schauen wir ja auch immer drauf. Ähm, die waren hier ein bisschen höher ähm, als der Vormonat und auch höher als erwartet. Aber das ist jetzt keine, sage ich mal, so extrem dramatische Zahl, die wir hier gesehen hatten. Was sehr, sehr schön und sehr positiv gewesen ist an dieser Stelle, hier die Verkäufe neuer Häuser in den USA. Da lagen wir erstens über dem Vormonat und zweitens auch deutlich über den Erwartungen. Das ist doch sehr positiv zu sehen. Den Rest gibt es heute im Laufe des Tages. Wochenvorschau für die nächste Woche machen wir am Montag. Das nehme ich heute nicht mit rein, weil ich unsere Zeit hier ein bisschen für den Micha auch aufsparen möchte. Das heißt von dieser Seite her äh, gerne die Zeit einfach für den Michael nutzen möchte. Das heißt, wir schauen jetzt gleich mal rein in die Charts sozusagen. Und zwar starten wir zuerst einmal mit dem Blick auf den Chart vom Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das ist doch mal eine Rally gewesen. Schaut euch das mal an hier unten vom Jahrestief. Da muss ich mich mal ein bisschen zur Seite drehen.

Bis knapp 068. Ja, das war eine mega Rallye. Wir haben hier äh, vor ein paar Tagen das hochgeschrieben, das absolute Trend hoch. Und wenn wir uns das kurz mal im Wochenchart anschauen wollen, in welchem Bereich das gewesen ist, es ist schon kein ganz einfacher Bereich gewesen. Ne? Wir haben auch oben hin noch ein bisschen Luft, aber wir hatten das hier bei äh, Tickmill morgens auch besprochen an dieser Stelle. Ähm, es ist, wie es ist, hier an dieser Stelle. Wir sehen den Markt halt etwas angeschlagen, muss man sagen. Und da sehen wir das Verkaufssignal. Und dieses Verkaufssignal haben wir hier oben sozusagen ähm, auf der Wochenbasis bekommen, äh, beziehungsweise auf der Tagesbasis bekommen. Ähm, und hier ist der Markt jetzt halt deutlich, deutlich unten in die Knie gekommen. Ein, was ist an dieser Stelle passiert, wir sind hier unter das letzte Trend tief gelaufen. Das heißt, unter das letzte korrektive ähm, Level hier in diesem Aufwärtstrend. Und das sagt uns, dass mit diesem Trend jetzt erstmal, was nicht in Ordnung ist und das bringt uns auf längere Sicht jetzt natürlich die Unterseite ins Spiel. Das heißt, egal wie sich jetzt kurzfristig der Markt entwickelt, wir müssen mittelfristig halt drauf schauen, was hier unten an der Marke von 0,651 passiert. Fallen wir da drunter, ebnet das den Weg in das nächste Preislevel und das wäre mal hier unten dieser Auffangbereich, der hier in der Aufwärtstrendphase eine gute Rolle gespielt hat, zunächst die Marke von 0,6395. Das ist der erste Blick dort unten rein. So und jetzt kommt das aber. Und das ist das, was äh, zunächst für die kurzfristigen Trader interessant sein sollte, aber für den einen oder anderen Trader, der sich sagt, okay, nur weil der Trend gebrochen ist, heißt das ja nicht, dass wir den nicht wieder aufnehmen. Also die Chance haben wir auch. Und da kommt hier pünktlich sozusagen unten am Support das klassische Umkehrsignal, das heißt tief runtergelaufen. Und jetzt stellt sich halt wirklich die Frage, wie es weitergeht. Und das bringt jetzt die kurzfristigen Trader mit aufs Spiel. Und da schauen wir uns den Abwärtsschub ein. Einfach mal hier an dieser Stelle sozusagen im kleineren Zeitrahmen an. Das heißt, diesen sehr, sehr starken Abverkauf, den schauen wir uns jetzt einfach mal kurz im Stundenchart an. Und da sehen wir sehr, sehr schön, wie der Markt hier sich nach unten geschlängelt hat. Ich skizziere das Ganze auch einfach mal ganz schnell. Schaut mal hier oben, hier hat die Umkehrsituation angefangen, hier oben. Zack, zack, zack. Und dann zzz, ging ordentlich hier äh, die Luzi ab sozusagen. Ich habe das jetzt mal ganz grob nur skizziert. Und was wir hier unten sehen, ist jetzt das Interessante, nämlich genau das, was ich immer sage, so schaut ein erster Rebound aus. Hier hat sich jetzt ein leichter Aufwärtstrend gebildet. Und der hat jetzt natürlich die Chance, weiter nach oben reinzulaufen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir jetzt die Chance, nach oben zu laufen, in die Bereiche rein. Und das wäre zunächst einmal hier, da muss ich es mal kurz ein bisschen weiter zusammenraffen, das Bild, ähm, der Ausbruchsbereich hier unten raus unter dieser Marke von 066. Das hier, dieses Level, da war hier oben der Support, da sind wir jetzt drunter gefallen. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und wenn der sich schön nach oben mit ausarbeitet, ausweitet, dann haben wir hier noch zwei weitere Level. Das wäre zum einen dieser Drehbereich hier um die Marke von 66.5 und das zweite wäre der Bereich hier oben grob an dieser Stelle um die Marke von 068.8. In diesem Dreherum, also dieser Bereich hier sozusagen. Das wären hier im Kurzfrist mal ein paar Punkte, die wir anlaufen können, ohne dass wir jetzt schon die Entscheidung treffen müssen. Geht es jetzt wieder aufwärts komplett in die neue Richtung oder sehen wir eher den Abwärtstrend in Fortsetzung? Ja? Hier sprechen wir jetzt erst einmal über den klassischen Rebound und das nächste, was dann in Folge kommt, wenn wir das hier schaffen und ich das zeitig genug auf dem Schirm habe, möchte ich auch hier auch, dass ich an dieser Stelle schon sagen: ähm, ganz klar hier. An diesem Punkt, wir werden auch die Umkehr nach unten wieder traden, wenn es soweit kommt. Das heißt, wenn wir hier auf der Tagesbasis quasi jetzt nur eine Korrektur sehen, egal wie die dann am Ende aussehen wird, und wir brechen dann drunter rein, dann kommen wieder wieder in diese Situation, dann könnten die bärischen Signale kommen. Und wenn wir vor diesem Hoch hier oben rumdrehen, dann haben wir natürlich die Chance, ein tieferes Hoch zu machen. Und das ist der nächste Punkt zur Entstehung eines größeren Abwärtstrends. Und das können wir aktiv natürlich auch traden. Und das schauen wir uns dann an, wie ich schon sagt wenn es soweit ist, heute erstmal hier ein bisschen Rebound, der Blick nach unten und die Chancen zur Oberseite. Das ist der Blick in das Währungspaar Neuseeland-Dollar-US-Dollar. -Dollar. Dann bleiben wir noch bei den Währungen und zwar als nächstes hatte ich gesagt, wollen wir mal schauen auf britisches Pfund, japanisches Yen, auch das hier unter unseren Traderinnen und Tradern immer wieder ein gerne nachgefragtes Währungspaar. Und das schauen wir uns mal eben kurz hier mit Blick auf den Tageschart an. Keine Sorge, ich zoome es mal ein bisschen rein. Hier sehen wir nämlich auch eine schöne Situation, die wir so ein bisschen einordnen müssen ähm, und die auch durchaus Relevanz für kurzfristige, aber auch für den mittelfristigen Trader haben. Und zwar aus diversen Punkten. Und zwar haben wir hier ähm, auch, wenn wir das mal so sehen, zwei Trendgrößen ineinander fließen. Ich skizziere erstmal die größere hier von beiden. Also, das wäre dieser große Zeitrahmen. Das ist auch das, was man sehr, sehr schön aussieht. Auf dem Wochenchart sehen kann. Das heißt, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr tiefe Korrektur, die wir hier am Laufen haben. Und wenn wir uns den letzten Korrekturarm einfach mal anschauen wollen, dann sehen wir halt auch den Trendverlauf des Korrekturarms. Ne? Den sieht man deutlich besser im Stundenchart, wenn wir uns den dann auch gleich mal abschauen. Aber wir sehen ihn halt auch hier. Schaut mal, ganz grob skizziert. Das ist wirklich nur eine ganz grobe Skizze. Das ist der momentane Abwärtstrend, den wir hier haben. Und wir sehen halt den Markt hier unten jetzt so langsam wieder ansteigen. Und da wird jetzt die Frage, laut. Was wird das denn? Ne? Das heißt, wir haben hier unten das Tief gehabt unten in diesem Bereich um die 133. Das ist aus technischer Sicht, aus charttechnischer Sicht auch ein Bereich, äh, der durchaus Relevanz hat als Unterstützungsmarker, denn hier in diesem Bereich hat der Markt auch schon gedreht, ja? wenn man das mal so sehen will. Hier drüben ist ein Umschwungbereich, wo wir aus der letzten Korrektur auch nach oben angefangen haben, rumzulupfen, bevor wir dann hier ein Stückchen weiter in diese höhere Region reingelaufen sind. Also dieser Bereich, wo wir jetzt hier rumgedreht haben, der war schon sehr, sehr interessant und der hat jetzt durchaus auch die Chancen, wieder nach oben zu laufen. Das heißt, das, was sich jetzt hier etabliert, könnte gut und gerne die Umkehr für die Geschichte aus der Wochenbasis sein und uns dann deutliche Chancen zur Oberseite hingeben. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz an im Stundenchartverlauf hier. Wenn ich einfach mal draufklicke, da sehen wir das nämlich schon an dieser Stelle hier. Das ist der Abwärtstrendverlauf, den ich gerade auf Tagesbasis auch skizziert habe. Und das können wir hier in diesem Bereich halt auch, wenn wir das mal kurz schauen, schaut mal hier, das ist der Schub nach unten. Hier haben wir die weiten Läufe da, aber die ersten Signale, dass wir hier durchaus kurzfristig rumdrehen können, die haben wir schon da, weil der Markt fängt hier an, nach oben zu laufen. Das heißt hier, auch das mal wieder in der Skizze, schaut mal an, wir haben hier ein erstes höheres Tief gehabt, wir haben hier höhere Hochs. Und das, was wir jetzt hier sehen, das sind so Sachen, wo sich eine Umkehr andeutet. Ne, wir sind hier unten, wenn wir uns mal den letzten Bewegungsarm anschauen. Zunächst erst mal über dieses wichtige Level drüber gelaufen. Hier in diesem Bereich, wo ich die Linie jetzt drüber ziehe, ist das letzte Verkaufslevel, wo es diesen großen Rutsch nach unten ging. Und hier sammelt sich der Markt jetzt und bildet ein Dreieck zur Oberseite hin. Daran sehen wir, der Markt fängt immer früher an zu kaufen. Und das ist die Chance, die wir hier haben. Der Ausbruch nach oben, der könnte dann weitere Käufer in den Markt ziehen und die Oberseiten anlaufen. Und die Zielplanung, die wir jetzt hier raus ziehen können, die sind dann auch schön zu sehen. Nämlich da können wir uns schön an diesen höheren Leveln, also an diesen Kaufleveln orientieren hier. Und das wären mal die Marker so ganz grob um die 136, 2 bis 136, 6 hier drüben in diesem Bereich und dann hier oben die Marke von 138, 34, 35 in etwa rum. Das zunächst erstmal das Bild ins Kurzfristige. Und das ist das, was wir auf dem Tageschart auch sehen. Das sind die Chancen hier zur Oberseite, die wir durchaus jetzt erst haben. Und wenn der Markt hier tatsächlich eine Umkehr macht, in diesem Sinne jetzt, dann sehen wir die auch im großen Wochenbild und dann hätten wir den ganz großen Trend in der Umkehr und schaut euch mal an, was wir hier für ein Potenzial haben hier. Wir haben jetzt wirklich den Weg dann offen, wenn die Long-Umkehr kommen, mittelfristig auf die Marke von 142 durchaus durchzulaufen. Das ist die positive Seite für die Bullen. Die Bären können sich natürlich erst dann wieder austoben, wenn wir runterlaufen. Dazu brauchen wir allerdings Kurse hier unterm Zwischentief. Das heißt. Das wäre dann der Bereich, wo wir den, den Stundenchart gerade auch beleuchtet haben. Wenn diese Aufwärtssituation sich nicht entwickelt, sondern der Markt wieder abverkauft, nach unten abprallt, das wäre dann eine Umkehr. Das würde dann sozusagen diesen kleineren Trend, den ich hier eingezeichnet habe, betreffen. Hier, das also mal das letzte kurz eingezeichnet. Hier, das wäre dann aus der Korrektur die Umkehr und dann die Fortführung des Ganzen. Und wenn das passiert, auch da haben wir Anlauflevel da, sozusagen von dieser Marke dann hier drüben diese tieferen Bereiche um die Marke von 131,8, 132 in etwa. Das ist das, was uns der Blick in britisches Pfund, japanisches Yen verrät. Und als Drittes würde ich gerne noch auf Australdollar, dollar Kandollar schauen, ähm, bevor wir dann einen kurzen Blick in die Fragerunde machen äh, und das Ganze hier mit reinnehmen. Also hier der Blick zunächst in das Währungspaar. Ähm, australdollar kanadischer dollar jetzt musste ich selber noch mal auf den spickzettel schauen und hier <laughs> halleluja man sieht es schon hier an dieser stelle was hier entsprechend los ist ich räume den chart mal ganz kurz auf hier ein paar sachen rausnehmen die wir hier einfach nicht mehr brauchen wir sehen hier in diesem chart ganz klar ähm, etwas was wir hier auf die longseite gar nicht sehen wollen wir sehen hier einen ja, einen Ruptiven Markt. Ne? Er will nicht richtig hoch und ganz schnell immer wieder runter. Wir haben es hier gesehen aus der Korrektur hier unten raus, Bam! eine sehr, sehr starke Woche, dann eine Abverkaufswoche, dann langsam hoch, wieder oben rein, hier oben in dieses Level, hier, wo wir das hochliegen haben, um die 096,56 in etwa. Das der Bereich und dann zack, wieder der starke Abverkauf nach unten. Und alles wird momentan, zumindest irgendwo hier unten, in diesem Bereich von 049 Aufgefangen und damit haben wir jetzt hier mal mit Blick auch erst einmal auf das große Bild hier in der Woche ähm, einen Schwungbereich und dieser Schwungbereich ist momentan begrenzt unten bei 0,94,1 und oben bei 0,96,5. Das sind mal so grob die Marker, die wir hier an dieser Seite haben im austral -Dollar, dollar Das ist also die Range, die wir hier oben liegen haben und die nutzen wir jetzt einfach mal, um die kurzfristigere Situation hier ähm, im Austral-Dollar-Kandler zu besprechen. Dazu blicke ich mal eben. Eben in den Tageschart rein. Keine Sorge, wir bleiben nicht im Tageschart. Ich möchte nur mal die Situation im Tageschart beleuchten, weil wir die hier besser eingliedern können als im Stunden, äh, als im Wochenchart. Ne? Weil hier sehen wir sozusagen, wie sich die Woche auch entwickelt hat, dass der Markt hier innerhalb der Range sogar im Tag teilweise Trends macht, ja. Und jetzt sind wir wieder unten angekommen und wir sehen hier mit Blick auf den Tageschart auch, welche Relevanz dieser Support hier unten hat. Denn das war der Bereich, als der Markt hier unten eine ganze Weile verharrt ist und dann hier sozusagen die Korrektur aus dem letzten Aufwärtsschub gemacht hat. Und es hat hier unten drunter eine ganze Weile gedauert, ohne großartige Preisbewegungen, bis der Markt raufgegangen ist. Er hat sich dort also unter sehr, sehr geringem Abgabeinteresse gehalten, gesammelt und dann kam schön der Schub nach oben. Deswegen hat diese Marke auch Relevanz und deswegen sehen wir auch aktuell zumindest hier bei jedem Anlauf schön den Aufkauf nach oben wieder. Und ein ähnliches Bild sehen wir jetzt hier auch wieder kurz drunter gelaufen und jetzt den Schub nach oben. Und das gibt uns jetzt die Chance, dass wir tatsächlich diesen Kaufbereich unten wieder erfüllt bekommen, hier die Händler reinkommen und wir dann zunächst erstmal ins Median bzw. wieder in Richtung der Oberkante laufen können. Und das Ganze schauen wir uns gleich nochmal im Stundenchart auch an. Zuvor allerdings eine Sache, auf die möchte ich gerne hinweisen, weil hier ist jetzt etwas anderes passiert. Und zwar, die Tests, die wir vorher in diesem unteren Bereich hatten, ähm, die sind sozusagen nicht wirklich drunter gelaufen unter diesen, unter diesen Ausbruchsbereich hier oben, sondern die sind immer kurz drüber zum Stehen bekommen. Jetzt sind wir erstmals drunter gelaufen. Das könnte so ein kleines Vorzeichen sein, muss es aber nicht. Ne? Deswegen das Ganze in Betracht behalten. Wenn wir die Unterseite mit beleuchten sollten, das heißt, wir hier keine nachhaltige Rückkehr in die Range finden, dann haben wir hier ein paar nahe Anlaufpunkte. Das wäre einmal hier dieses leichte Tief, dieser leichte Tiefbereich unter diesem Sammeln hier, bei, äh, um die Marke von 0,93,5 in etwa und dann hier unten dieses kleine Zwischentief grob bei 0,92,6. Das sind die Marker, die wir unten haben. Und jetzt schauen wir uns mal den Verlauf der Range an und dazu schalte ich mal in den Stundenchart mit rein. Hier an diesem Stelle. Und da sehen wir halt im Groben diesen Abwärtstrendverlauf, den wir hier haben. Ich mache das mal ganz kurz rein. Schaut mal, das ist der Schub nach unten in der höheren Zeitreise und unten hier der Lower Timeframe. Das ist sozusagen die kleinen Trends, die hier immer laufen. Und da sehen wir halt sehr, sehr stark die Abwärtsrichtung drinnen. Auch jetzt hier unten im, im, im letzten Bereich, der letzte Schub, das ist der 5-Minuten-Trend, den man hier sieht. Und das ist jetzt die Umkehr, die hier anfängt. Also, das ist auch die Tageskerze, die wir hier nach oben sehen. Und da sehen wir, der Markt schlänge sich so Stück für Stück nach oben und hat hier dieses letzte Bewegungstief auch rausgenommen. Ja? Das, das letzte Bewegungshoch, das hier aus diesem Abwärtstrend um die 0,9425 und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir hier bleiben und das hat jetzt den Charme sozusagen, wenn wir das Ganze im Kleinen mal sehen wollen, auch nach oben zu laufen. Hier einfach mal kurz skizziert die Anlaufpunkte, wo wir durchaus hingehen können ähm, für das Thema In-Range Trading. Ja? Also hier oben diese Bereiche. Ich skizziere sie einfach nur mal kurz an. Das sind so ganz Ganz grobe Haltepunkte hier oben der große Abverkaufsbereich. Ne? Also 94, 71 095 095 knapp 5 und 095 75 in etwa. Das sind so Marker, die können wir durchaus zur Planung rannehmen. Und hier schalte ich jetzt mal eben in den 5-Minuten-Chart um äh, und da kann ich hier das schön zeigen. Schaut, das ist hier Initialbewegung, Korrektur und hier läuft der Trend jetzt hoch. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, das geht dann sozusagen genau in die Sache rein, die ich gerade auch angeleuchtet habe. Und da sehen wir das Ganze hier auch im 5-Minuten-Chart. Die Marker, die ich hier reingelegt habe, das waren halt auch relevante Punkte innerhalb des Abwärtsschubes. Und das ist das Interessante. Und das bringt uns dahin, dass wir hier durchaus den ein oder anderen Markt in diese Richtung mit reinnehmen können, um das Ganze hier etwas nach oben mitzutreiben, innerhalb der Range wohlgemerkt. Ne? Das ist das interessante hier mit Blick in das Währungspaar Australdollar, Kanadischer Dollar. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Fragen rein hier an dieser Stelle. Auf Zoom haben wir aktuell keine Fragen. Auf Facebook mal kurz schauen, ob da Fragen sind. Fragen habe ich da noch keine, nur die Bestätigung, dass Bild und Ton gut sind. Da freue ich mich sehr drüber. Passt auf, Leute, in zehn Minuten habe ich den Michael Vogt hier mit auf dem Schirm. Ähm, das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Heißt also, wer jetzt hier noch was gesehen haben möchte, bitte einfach rein in die Chats. Ansonsten mache ich jetzt mal flott noch den Blick in den DAX, wie er sich zum Freitag anschaut. Und in der Zwischenzeit gucke ich auch immer mal rein, wenn wir da keine Fragen haben. Dann äh, würde ich den Michael Vogt auch ein paar Minuten eher mit reinräume, äh, reinholen in, den, äh, in die Sendung heute. Und äh, ja, da haben wir einfach ein paar Minuten mehr Zeit zum Plaudern auch an dieser Stelle. So, also hier äh, der Blick in den DAX momentan. Ich sehe gerade auch zwei Wunschmärkte: Gold nochmal anschauen und Pfund äh, norwegische Krone. Ja, natürlich. Schauen wir uns an euro austral Dollar. Jetzt kommt plötzlich alles rein. Da müssen wir mal sehen, was wir schaffen. Ich mache mal zunächst den DAX. Ja? Also im DAX. Das Bild. Ähm nur ganz kurz äh, wahrscheinlich macht Sinn wenn wir die Woche mal abwarten und den Dax Montag noch ein bisschen intensiver noch mit beleuchten ähm, weil man heute halt auch die Hoffnung im Markt auch hat dass sich irgendwann das Thema Stimuluspaket in den USA äh, sozusagen auch noch mit abbilden wird das könnte die Märkte deutlich beeinflussen deswegen der Dax hier erst einmal nur kurzfristig was wir im Dax allerdings sehen ist ich hatte es schon gesagt wir sind hier unter einem wichtigen Supportbereich, unter die 12.000 also definitiv erstmal unter 13 aber unter die 12.000 Punkte marke gelaufen und das sind halt so Marker an dieser Stelle, die man halt immer wieder hat und jetzt sehen wir den Markt halt unten relativ schwach. Das ist latente Schwäche nach diesem Kursschub hier nach unten in die Seitwärtsphase zu gehen und um das kurz auf den Punkt zu bringen, ohne zu intensiv zu werden. Wenn wir diese Seitwärtsphase hier nach unten hin verlassen, dann haben wir relativ schnell die Zielmarke auch gefunden und das waren hier leichte Swinglos 12200 hier unten 12000 eine 11900 ein paar in die naja, knapp 50-Punkte-Marke. Das sind die Regionen, die wir auf der Unterseite haben. Und das zeigt uns halt auch, wenn die großen Tageskerzen wieder reinkommen, dass das durchaus auch Bereiche sind, die man tagsüber erreichen kann, ja. Das heißt, das kann man durchaus auf der Uhr haben. Und da wäre es jetzt halt wichtig, ich schalte mal kurz um in den Stundenchart, dass wir hier an dieser Stelle auch erkennen, dass der Stundenchart definitiv noch abwärts gerichtet ist. Wir jetzt hier die korrektive Gegenbewegung sehen. Und wenn das Bild umdreht, wird tatsächlich auch wieder. Ähm, den Weg nach unten durchaus als realistische Chance haben und die tieferen Bereiche auf der Tagesbasis definitiv anlaufbar sind. So, jetzt schaue ich kurz in britisches Fund norwegische Krone. Die hatte ich glaube ich hier noch nie besprochen. Deswegen britisches Fund norwegische Krone. Doch, da haben wir sie. Leute, da ist er. Kurzes Bild. Schöner Boden hier unten übrigens. Das ist der Tagesschatz und hier fliegen wir gerade oben drüber. Und in diesem Chart, nur ganz kurz hier oben, der Bereich, in dem wir hier oben gelaufen sind, das ist momentan ein klassisches Widerstandslevel. Also hier die Marke von äh, 12,15 in etwa, das ist ein wichtiger Bereich. Und dieser Bereich, der zählt jetzt. Was passiert hier oben? Schaffen wir es tatsächlich über das Vortageshoch drüber, dann haben wir gute Chancen, zunächst erstmal ein Stück weit höher zu laufen. Wenn wir den nächsten, sag ich mal, Verkaufsbereich mal suchen wollen, äh, wo hier Anlaufmarker sind, dann können wir gut und gerne sagen, hier oben, dieser Drehbereich, den wir da oben haben, um die Marke von 12,58 bis 12,60. Das wäre mal ein guter Luftpunkt nach oben hin. Da ist Raum da, den wir anstreben können, wenn es nach oben geht. Ansonsten hier im Währungspaar britisches Pfund norwegische Krone, muss man schauen, sollten wir hier Schwäche reinbekommen, weil wir haben ja gestern doch einen ordentlichen Abverkauf gesehen und der Markt nach dieser starken Aufwärtsphase erstmal durchatmen wollen. Dann wird es wichtig zu schauen, was drunter ist hier und unterm Tagestief sieht man dann schon, unterm heutigen Tagestief, dann geht das Ganze hier so ein bisschen zurück. Zu Ende und das, was wir dann an dieser Stelle sehen, ist einfach der Fall, wenn wir das mal kurz haben wollen, hier der Markt so so und wenn wir tatsächlich unter das Tagestief drunter fallen, haben wir dann zunächst erstmal wieder einen Abwärtstrend, der diese starke Dynamik etwas korrigieren könnte. Das sollte man als Händler tatsächlich kurzfristig hier auf dem Schirm haben. Und dann noch Gold, Gold nehme ich auch kurz rein und dann sozusagen noch flott Euro-Austral-Dollar und dann ja schauen wir mal, dass wir den Micha hier direkt mit reinnehmen. Goldpreis haben wir hier, haben wir besprochen, wir sehen im Goldpreis gerade so ein bisschen eine Bodenbildung, nach dem starken Abverkauf, den wir hier hatten. Gold haben wir ja hier morgens auch live besprochen. Ich zoome den Chart mal groß hier. Wir sind ausgebrochen aus dem Dreieck nach unten. Der Markt trendet hier im Kleinen auch nach unten. Also wenn wir uns das Bild mal anschauen wollen. Hier auch der letzte Schub ist abwärts gerichtet. Das kann man auch noch ein bisschen weiter von oben nehmen. Ne? Dieser Schub aus dem Dreieck raus. Jetzt sehen wir die Gegenbewegung und hier wird es jetzt wichtig, was passiert. Die Tageskerze von gestern, ähm, die ist hier durchaus relevant. Nämlich aus dem Punkt, die Oberseite und die Unterseite sind hier wichtig. Unten runter, wird es sozusagen wieder in die Ausdehnung der ganzen Geschichte geben und dann kommt sozusagen wieder die Umkehr des Ganzen in Frage. Und wenn wir das mal kurz auf der Stunde sehen wollen, sehen wir, dass der Markt von unten jetzt schön rauskommt und der entscheidende Punkt kurzfristig tatsächlich hier das Tageshoch von gestern gewesen ist. Wenn wir da nämlich drüber laufen, dann haben wir die Chance erstmal hier Richtung 1895 hochzulaufen im kleineren Bereich. Das heißt, das wieder abzuverkaufen bzw. zu korrigieren, was wir runtergenommen haben, hier oben dieser Bereich, ne? Und und dann haben wir noch weiter Luft im Sinne ähm, einer korrektiven Ausdehnung, erst einmal hier bis 1920 Zähler. Das im Gold. Ansonsten, wenn wir hier unten drunter brechen, unter diese grüne Linie, würde das bedeuten, wenn es jetzt auch direkt schon kommt, dass wir nicht über das gestrige Hoch drunter laufen, sondern hier wieder die Abwärtsrichtung aufnehmen. Das wäre dann nur eine sehr, sehr schwache Korrektur gewesen. Und das wäre dann der Weg zur Unterseite. Hängt auch alles ein bisschen mit dem Dollar zusammen. Wenn der Dollar weiter an Stärke gewinnt, könnten wir durchaus weitere Abgaben im Goldpreis sehen. Das kurz und knapp der Blick in Gold. Jetzt noch flott der Blick in Euro-Austral-Dollar war gewünscht, Euro-Austral-Dollar haben wir hier an dieser Stelle, der Blick, wir sehen es im Euro-Austral-Dollar, da müssen wir jetzt keine Koryphäen sein, hier oben rein, das ist ein Widerstandsbereich, der Widerstandsbereich kommt aus dem, was wir im Tag sehen hier oben, heißt also an dieser Stelle, schaut euch das Ganze mal an, hier sehr, sehr schön zu sehen, die leichte Nein, die weite, weite Trading Range, die wir schon seit sehr, sehr geraumer Zeit haben, sind hier oben rangelaufen. Hier kam es leider nicht dazu, dass wir den Ausbruch zur Oberseite gesehen haben, sondern wir drehen direkt hier oben wieder ab. Das erinnert also ein bisschen an die Tests hier drüben. Und wenn wir uns das Ganze im Stundenchart mal anschauen wollen, der Markt fängt hier oben an, nach unten zu trenden. Und wir haben den klein, den, den, diesen, diesen Aufwärtstrend, den wir hier oben gehabt haben, sozusagen jetzt mittlerweile auch schon wieder rausgenommen. Schaut mal hier unten mal das letzte Korrektur tief. Hier das letzte Trend hoch und jetzt fängt der Markt hier unten an nach unten zu trenden ähm, in der Stunde und das sind Umkehrsignale, die definitiv da sind und wenn wir tatsächlich nachhaltig hier unten drunter durchlaufen, dann nehmen wir komplett diesen in Range Trend raus und sehen uns dann eher wieder mit dem Median bzw. der Unterseite der Range in, in Verbindung gebracht. Und das sind die Setups, die dann eher zur Unterseite laufen, wenn es hier zu einer Ausdehnung kommt. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn wir diesen Bereich hier oben nicht verlassen wollen, sondern der Markt hier stabil bleibt und dann nach oben zieht, da wäre es wichtig, wirklich zu sagen: Hier schaut mal oben drüber, dieses Hoch müssen wir rausnehmen, dann kommen wir weiter in dem Verlauf drüber und dann hat man halt hier im Widerstand noch ein bisschen Sammeln, Kräfte. Sammeln gesehen und dann den Schub nach oben. Das wäre die interessante Sache für die Longseite hier im Euro Austral. -Dollar. Und da gibt es ja durchaus auch nach oben ein paar interessante Anlaufpunkte. Die hatten wir schon besprochen. Das halte ich auch hier ein bisschen mit auf dem Schirm. So.